Rheumatische Erkrankungen wie beispielsweise die Arthrose, die Fingerpolyarthrose, die Kniegelenksarthrose, die Daumensattelgelenksarthrose, aber auch hochentzündliche rheumatische Erkrankungen wie die chronische Polyarthritis lassen sich stationär über einen Zeitraum von 14 Tagen mit der naturheilkundlichen Komplexbehandlung ausgezeichnet behandeln. Beispielsweise führen wir täglich Moorkneten durch. Wir bieten Moorbäder an. Dadurch wird die Beweglichkeit der Gelenke verbessert, die Entzündung aus den Gelenken herausgenommen. Eine besondere Rolle spielt die Ernährungstherapie. Bei der Ernährungstherapie steht das Heilfasten im Vordergrund. Wie viele Patienten mit hochentzündlichen Gelenkerkrankungen hatten wir nicht in den letzten Jahren bei uns in der Klinik Blankenstein, die nach einem Heilfasten deutlich gebessert nach Hause gingen? Während des Heilfastens konnten wir das Cortison reduzieren, sodass der einweisende Rheumatologe wieder mehr Spielraum im ambulanten Bereich, was die Längerfristigkeit anging, hatte. Wichtig sind aber auch die Blutegeltherapien bei der Arthrose. Wir setzen im Jahr etwa 3.500 Blutegel insgesamt zur Verbesserung der Schmerzen. Die Beweglichkeit der Gelenke wird verbessert und vor allem auch nachhaltig.